Unitechnics präsentiert die Sulfidbilanz. Das ist Herr Fuchs. Herr Fuchs ist Bauingenieur in der Gemeinde Musterhausen. Er möchte eine Kläranlage zu einer Pumpstation mit Druckrohrleitung umbauen. Er fürchtet allerdings, dass es aufgrund der Leitungslänge zu Geruchsproblemen im anschließenden Kanal kommen könnte. Deshalb bittet er Herrn Obermeier von der Firma Unitechnics, dem Experten auf diesem Gebiet, zu einem Beratungsgespräch. Zur Lösung der Aufgabe schlägt Herr Obermeier Herrn Fuchs eine Sulfidbilanz vor. Die sei für die Planung von Kanalsystemen genauso wichtig wie die Statik für den Brückenbau. Denn durch die Berücksichtigung biochemischer Prozesse könnten Probleme wie Geruch und Schwefelsäurekorrosion vermieden werden. Denn weil wir alle Wasser sparen, nehmen diese zu. Das Abwasser ist nicht mehr so stark verdünnt und die Verweildauer im Kanal ist länger. Bisher konnte das Auftreten dieser Probleme erst im Betrieb festgestellt werden. Mit unserer Sulfidbilanz können wir Geruch- und Schwefelsäurekonzentrationen schon am PC berechnen und somit verhindern. Am Anfang der Sulfidbilanz werden die Ausgangsdaten erfasst. Messungen und vorhandene Daten fließen in die Analyse ein. Sollten keine oder nur wenige Daten vorhanden sein, können wir diese auch simulieren. Die bei der Analyse gesammelten Ausgangsdaten werden in der anschließenden Modellierung verarbeitet. Hier werden die Ausgasungsstrecken und die Schadenspotenziale abgebildet. Danach werden verschiedene Lösungsansätze miteinander verglichen, zum Beispiel Freiblasung, Lufteinperlung, die Verwendung von Biofiltern oder der Einsatz von Dosierstationen. In der Ergebnispräsentation wird Ihnen unter Berücksichtigung der Betriebssicherheit, Dimensionierung, Invest- und Betriebskosten die beste Maßnahme vorgestellt. Bei der Umsetzung der ausgearbeiteten Maßnahmen stehen wir Ihnen zur Seite. Auch können Verfahren mittels Testanhänger vor deren Installation geprüft werden. Herr Fuchs entscheidet sich für die Sulfidbilanz. Mit den daraus folgenden Erkenntnissen spart er Nerven, Zeit und bares Geld.